Willkommen zu einem Video und einem neuen Game und auf das freue ich mich besonders, denn ich habe früher schon, damals 2001, ein Spiel von Alone in the Dark gespielt. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und THQ Nordic hat einfach mal rausgehauen und zwar Alone in the Dark und zwar einen Prolog. Den könnt ihr euch downloaden, den gibt es auf PC und Konsolen, kann ich euch nur empfehlen. Und wir haben vorhin schon einen kleinen, tollen Teaserfilm angeschaut. Und unter anderem kann man auch als Hauptcharakter, nämlich den Hopper, spielen von Stranger Things. Den Schauspieler, der spielt da mit. Das heißt, sind auch wieder echte, wunderbare Schauspieler involviert in diesem wunderbaren Game. Und der Horror sieht unfassbar gut aus. Das Gameplay sieht unfassbar gut aus. Es ist auch Gameplay, in dem man ein bisschen taktisch spielen muss. Gerade gegen die Gegner, nicht zu viel rumballern. Weil wenn euch die Muni ausgeht, ist das nie gut. Der Chat ist mega gehypt. Die schreiben euch alle Hallo. Deswegen kommt gerne auf www.twitch.tv/blue-live vorbei. Für einen Daumen nach oben würde ich mich immer sehr freuen. Über ein Abo auch. Und ich bin einfach mega, mega gehypt. Es ist übrigens ein Singleplayer-Horror-Game. Also wer da Bock drauf hat, weil falls ihr wieder fragt, kann Kies schon mitspielen? Es ist ein Singleplayer-Survivor-Horror-Adventure. Und die Atmosphäre ist einfach geil. In dem Part jetzt im Prolog spielt ihr übrigens die Grace Saunders. Deswegen nicht, dass ihr euch wundert. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Packt es gerne auf eure Wishlist. Könnt ihr vorbestellen. Und ich frage mal nach, ob ich euch den wunderbaren Trailer und Film, den ich dazu angeschaut habe, euch unten in die Beschreibung packen kann. Da könnt ihr euch den auch anschauen. Der war sehr, 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 sehr cool. Okay, dann gehen wir rein. Let's go. Wir beginnen. Ich hab Bock. Oh Gott, Puppen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ich darf euch noch nicht sagen, warum ich oh Gott sage. Oh Gott. Merkt euch meine Reaction jetzt. Ich darf nicht drüber reden, aber merkt sie euch jetzt. Ich liebe die Musik. Ich liebe diesen Stil, auch so diese Zeit, in der er spielt und die Musik und mit Horror. Geil. Oh Gott, furchtbar. Oh nee, Puppen. Geil, die Musik. Ich achte jetzt so viel mehr auf Musik. Ich durfte Hans Zimmer persönlich treffen, Leute. Es war und war auf seinem Konzert. War ein Erlebnis und ich achte so viel mehr auf Musik jetzt seitdem, wie viel und wichtig das ist, wie die ausfadet und alles. So, was haben wir denn hier? Doch, doch, das hast du doch schön gemacht. Was ist das hier? Oh, malen. Ach Leute, malt ein bisschen mehr. Geht raus aus Social Media, malt. Oh, das machen wir auf jeden Fall. Das ist absolut unheimlich. Okay, was haben wir denn noch so Feines? Gucken uns mal alles an. Ich bin immer sehr erleichtert, wenn ich erstmal Kinder spielen darf, weil ich weiß, theoretisch können wir nicht draufgehen. Oder sollten. Ihh, hat die Puppe sich. Hä? Das ist kein natürliches. Baue ich irgendwie, bastel ich irgendwie Puppen hier? Oder was mache ich hier? Okay, wir gucken mal hier rein. Was gibt's denn da so? I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. And a mustache. Okay, dann gehen wir mal raus. Hat sich irgendwas bewegt? Die hatte wirklich keine Lust mehr. Was macht denn bitte schön? Oh, es ist draußen hell. Okay. Was geht hier ab? Okay, das wäre schon mein Verhalten, was mich sehr irritieren würde. Aber das machen Türen manchmal so. Als Kind denkt man nicht so über alles drüber nach, ne? Kann ich bitte rein? Oh, was? Das geht... Okay. Oh Gott, Leute. Ich höre schon Schritte. Ja, das mache ich auch einmal am Tag. Das reicht dann auch. Ist...
Ich finde, die bleibt unfassbar cool. Cassandra should be more careful with her medicine. Die juckt das alles gar nicht. Ich finde den Hut geil. Ich will den auch. Darf ich bitte raus? Ja, das machen Türen manchmal so. Oh goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Ja, schade, dass man sich heute nicht mehr so anzieht. Ich find's auch cool. Ich find's cool einfach. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? Ist egal, er hat einen geilen großen... I'll just post it myself, then. Er hat einen geilen großen Schlüssel auf seinem Tisch liegen lassen. Den nehmen wir uns jetzt. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. So, oh, Schreibmaschine. Kann ich das speichern? Uh-oh, Cassandra. I'm touching your typewriter. Ich durfte auch damals auf der Schreibmaschine meiner Mutter schreiben. Das war so ein lustiges Gefühl. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? Ja, apropos lesen, ne? Danke für eure ganzen Buchvorschläge. Ich möchte auch wieder mehr lesen. Man liest zu wenig. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Tu das bitte nicht, Kind. Okay. Dann lass uns doch mal... Oh, ich könnte nicht in alten Häusern leben. So alte, dass sie einfach das Holz schon angefangen hat zu leben. So, hier war doch irgendwas verschlossen. Da liegt was. Look at this mess. Ja, komm mal zu mir nach Hause, du. Dieser komische Raum ist direkt neben meinem Kinderzimmer. Um Gottes Willen. Stell mal vor, du hast abends Stell mal vor, du bist abends in deinem Bettchen und du musst aufs Klo oder dir ein Glas Wasser holen. Du verdurstest lieber und machst ins Bett, als hier irgendwie rumzulaufen nachts. Oh mein Gott. Ich will doch kein Wasser mehr. Was? Oh nein, wir haben einen gruseligen Freund. Deswegen juckt sie es nicht. Deswegen juckt sie es die ganze Zeit nicht. Hab ich schon gewundert. Weil sie einen komischen Freund hat, der Jeremy heißt. Oh nein. Vor allem noch Jeremy. Ist das Jeremy Fragrance? Kommt mit so einem weißen Anzug. Oh Gott, sie hat zu viel YouTube konsumiert. Muss ich irgendwie den Brief geben? Ja, also sie hat einen dunklen Freund. Deswegen war sie so tiefenentspannt. Jeremy. Ich will jetzt Jeremy sehen. Jeremy, bist du's? Oh Gott! Warum ist sie so cool? Ist es Jeremy? Warum juckt sie das nicht? War das Jeremy? Komm schon, Girl, du schaffst es! Um Gottes Willen, war das wirklich Jeremy? Da ist ja Jeremy! Jeremy, ich bin mir nicht sicher, ob wir so Freunde sein können. Freunde attackieren sich nicht. Oh Gott! Okay, nein! Oh Gott, ich dachte, ich fliege nach hinten. Oh Gott. Okay.
Jeremy hat mich in seine Welt geholt. Oh mein Gott, das ist nicht Jeremy. Das war nicht Jeremy. Das waren zu viele Jeremys. Um Gottes Willen. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Oh, a little night music. Oh, ich habe so Musik schon bei Silent Hill geliebt. Das ist so mein Vibe. Mr. Waits, hello? Hallo, ich bin in irgendeiner komischen Welt. Sie juckt's nicht, weil sie hat einen Freund, der nennt sich Jeremy. Und der holt sie in diese Welt. Und ich glaube, sie ist es gewohnt so. Das ist für die normal. Gut, dann geben wir wen auch immer mal diesen Brief hier. Ich finde den Hut so süß. Das ist alles so unheimlich und ich kann es mir nicht erklären. Oh Gott. War das Jeremy? War das Jeremy? Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic. That we were too late. Jody. The house looked different, but it was still called Dursetto. Ich glaube, das war kein Traum. Da haben wir ihn doch. Weird place. Den Hopper. I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Geil. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Und was ist mit Grace? Ja, sie machen einen noch einen Cut an der besten Stelle. Ja, also ich werde es auf jeden Fall spielen, sobald es rauskommt. Release stand auch vorhin da. Es ist auf jeden Fall im Oktober. Ich werde es definitiv spielen. Es wurde ja gesagt, man soll beide Charaktere spielen, weil je nachdem, wen du spielst, reagieren die Charaktere auch schon komplett anders, auf die du triffst. Ich bin mega gehypt. Ich freue mich sehr. Wir brauchen noch mehr Horror-Games. Und ich hoffe, ihr werdet auch dann hier dabei sein. Den Prolog könnt ihr kostenlos spielen. Ladet ihn euch gerne runter. Und gibt es auf Konsolen und PC. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich sehr freuen. Und über eure Meinung natürlich auch. Die ist natürlich auch gefragt. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir freuen uns auf ultimativ geile Horror. Es wird nice. Thank you.